Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen DAX-Signal. Ja, lassen wir erstmal den gestrigen Tag Revue passieren und schauen, was der DAX gestern gemacht hat. Wir hatten ja ein Short-Signal gelegt am oberen Level bzw. am unteren Level dieses Niveaus bei 10.820 Punkte. Der DAX hat das auch dementsprechend greifen können und ging wie erwartet in unsere Richtung. Leider hat er das Gewinnziel nur ganz, ganz knapp verfehlt und die Position ist aktuell noch am Laufen. Und wie wir es heute auch schon in unserem Textformat geschrieben haben, haben wir den Stopp jetzt sozusagen in den Gewinn reingezogen und warten mal ab, was sich dementsprechend auch daraus entwickelt. Für die, die halt gestern noch nicht dabei waren, haben wir natürlich heute ein weiteres Signal bereitgestellt, wo wir denken, dass er hier nicht mehr wesentlich weiter nach oben kommen wird und wir eher ein Short-Signal wieder favorisieren. Das würde für die einen bedeuten, natürlich ein Short-Einstieg auf weiter fallende Kurse, dass es dementsprechend weiter nach unten geht. Für die, die immer noch investiert sind, besteht nun auch die Möglichkeit, falls wir im Gewinn nicht ausgestoppt werden, hier noch einmal die Position zu verstärken und sozusagen mit doppelter Geschwindigkeit weiter am Trade zu partizipieren. Der Vorteil dabei ist natürlich, dass wir den Stoppkurs dementsprechend auch sozusagen auf Gewinn legen können, beziehungsweise bei Plus minus Null legen können. Und der zweite Trade wäre, selbst wenn wir ausgestoppt wären, Plus minus Null, beziehungsweise von gestern dann auch Plus minus Null. Wo wir den Stoppkurs gelegt haben, können Sie gerne nachlesen in unserem heutigen Signal. Ich würde vorschlagen, loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich und versuchen, einen positiven Trade daraus zu generieren. Ich wünsche Ihnen heute viel Erfolg und wir hören uns dementsprechend morgen wieder. Dankeschön.